zwischen Lehrkraft und Schüler. Und damit sind wir bei unserer nächsten Frage, wie schafft man es, die richtigen Pädagoginnen und Pädagogen zu bekommen für die Schule? Was würden Sie sagen? Die Besten sind gut genug. Das ist einmal eine Frage der Rekrutierung, der Selektion. Dann einer entsprechenden Ausbildung, bedarf es einer verschränkten Ausbildung, wenn ich das als Laie richtig verstanden habe, nicht nur fachlich, sondern auch pädagogisch-didaktisch, leuchtet einem Laien also durchaus ein. Dann die Rekrutierung, da soll sich der Schulleiter, da muss man sagen, wie rekrutiert man den Schulleiter, das hat er für Management-Voraussetzungen, weil es ist dann, was ich den Junglehrern auch entsprechend mehr soll, weil das ein vor der Hackerregelung stehen, aber das ist günstiger, als wenn ein Durchschnittslehrer bei uns nicht nur zweimal so viel verdient wie ein Jugendlehrer, so nach dem Prinzip gleicher Lohn für gleiche Leistung, unter Anführungszeichen. Das sind so Elemente, die notwendig wären, um das attraktiv zu machen. Aber noch wichtiger, dass man die außerordentliche Leistung, die man von den Lehrern erwartet, auch imagemäßig und auch anerkennungsmäßig ihnen zuteilen. Bravo, genau um das geht's. Ohne qualifizierte Leistung, Lehrerschaft, wiederhole ich in meinem Einleitungsstatement, ganz keine gute Schule. Ich denke, bei der neuen Pädagoginnen und Pädagogenausbildung muss sehr selektiv der Zugang dementsprechend beschrieben werden. Wie ist die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung? Also ich finde es interessant, ich darf als Busfahrerin erst dann arbeiten, wenn ich 24 bin. Ich darf eine Schulklasse begleiten ab dem 21. Lebensjahr. Ich glaube schon, dass viele Lehrerinnen und Lehrer von Geburt weg zum Lehrer geboren sind. Aber ich glaube schon, dass die Persönlichkeit erst später anreift, deswegen wird man ja auch Psychotherapeut, glaube ich, erst mit 27 oder so etwas. Also ich finde das etwas eigenartig, mit welcher Jugend die Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse vorgesetzt werden. Bei uns in Österreich ist es so, egal ob ich mich als Lehrer voll engagiere oder ob ich Arbeit sage, es wird gleich honoriert. Und das ist total schade. Ich meine, natürlich habe ich Kinderlachen und Elternfreude und weiß der Kuckuck was, aber wenn ich mich in der Wirtschaft mehr engagiere, dann erreiche ich auch auf anderen Ebenen.